Vor einiger Zeit habe ich auf dem QVC Beauty Blog ein Foto eines Water Marble Nail Designs gemacht und eure Reaktionen waren sehr eindeutig. Ihr wolltet wissen, wie ich das gemacht habe, da ihr euch gar nicht vorstellen konntet, wie das geht. Und deswegen habe ich heute ein Video für euch, das das Schritt für Schritt erklärt. So soll es werden und was ihr dazu braucht, ist Folgendes: Nagellackentferner, Handcreme, Q-Tips, Wattepads, Zahnstocher, Nagellacke eurer Wahl und ein kleines Schüsselchen mit Wasser. Das Schüsselchen sollte verschiedene Anforderungen haben. Zum einen sollte es rund sein, dann sollte es nicht zu groß und nicht zu tief sein und das Wasser sollte unbedingt Zimmertemperatur haben. Water Marbling ist eine Sauerei vor dem Herrn, deswegen sollten wir, bevor wir anfangen, die Finger sehr gut mit Handcreme abdecken. Das erleichtert uns später das Entfernen des überschüssigen Nagellackes. Nehmt euch also einen Q-Tip, tupft die Handcreme komplett auf das Nagelbett um den gesamten Finger, aber achtet darauf, dass ihr keine Creme auf den Nagel bekommt. Und dann kann es jetzt auch schon losgehen mit dem Marbling. Nehmt jeweils einen Tropfen einer Farbe Nagellack und lasst es auf das Wasser tropfen. So viele Farben in der Reihenfolge, wie ihr wollt. Ihr solltet allerdings schnell arbeiten, denn der Lack trocknet, da er ja sehr dünn ist, auf der Wasseroberfläche relativ schnell an. Und wenn er zu trocken ist, könnt ihr kein Muster mehr mit dem Zahnstocher ziehen. Dann fangt an, von außen nach innen oder umgekehrt den Nagellack mit einem Muster zu versehen, so lange, bis es euch gefällt. Und dann drückt ihr den Finger durch den Lack. Jetzt nehmt ihr mit dem Zahnstocher den überflüssigen Lack weg und ihr müsst wirklich alles entfernen, weil wenn ihr das nicht macht, wird das Überschüssige von dem Nagellack euch das Muster zerstören. Also das sehr gut entfernen, damit ihr dann den Finger wieder aus dem Wasser nehmen könnt. So sieht das Ganze aus, nachdem der Lack dann getrocknet ist. Jetzt, wie gesagt, müssen wir den überschüssigen Lack mit einem Wattepad und Nagellackentferner wegnehmen. Und da seht ihr sehr schön, wie einfach das ist, weil wir vorher die Finger eingecremt haben. Noch ein bisschen Feintuning mit dem Wattestab und schon sind wir fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Klarlack für die Hochglanzoberfläche. Und jetzt wisst ihr, wie man Water Marble Nail Design macht. Ich hoffe, ihr macht es mal nach. Ciao, ciao, eure Coco.